Leute, willkommen zurück zu Let's Play Rune Factory 5, um genau zu sein. Wir sind zu viert unterwegs. Wir haben Saivora, Cecile und irgendein aufgelesenes Feenkind, was wir hier gefunden haben irgendwie. Dass sie uns aber nicht endgültig anschließen will, denn die Feen macht irgendwie gar nichts. Und wir stehen hier gerade hier vor diesem Tor, vor diesem Loch, wo hinter uns wahrscheinlich entweder eine nächste Ebene erwartet oder ein Boss. Ja, mir ist eigentlich beides recht. Ne? Ich habe Bock mehr zu erforschen, aber auch Bock gegen Boss zu kämpfen. Also komm, wir gehen einfach rein, ne, Cecile? Genau. Das sage ich auch immer, jeden Morgen. Tiefpunkt, oh Gott, das ist also doch ein Boss. Wir sind am Tiefpunkt angelangt. Jetzt kann es ja nur noch schlechter werden. Wenn man das mal sehen würde, ich glaube, Saivora trägt, ja, ne? Du weißt Bescheid? Ich sag mal dazu nix. Nächstes Mal hältst du eine Puperze woanders hin. Das spielt genau davor, weißt du? Das ist mir so unangenehm. Tu mir das doch nicht an. Alter, wie das aussieht hier. Ist das hier ein Bossraum? Ja, es sieht nach Bossraum aus. Oder eventuell nach einem heiligen Ort, wo kein Boss ist. Na, schauen wir mal. Ist da jemand? Ich traue mich nicht so laut zu schreien, weil nachher hier halt das so doll und dann bricht hier alles ein. Wollen wir ja auch nicht. Sieht ja schön aus. Ich kann es spüren. Das hier ist der Ursprung des Runenquells. Hier auch. Ja, hier auch. Was ist das? Oh nein. Leviathan, das ist ein Seepferdchen. Das ist ein gefrorenes Seepferdchen. Ich werde das Gebiet räumen müssen, bevor ich den Kristall platzieren kann. Ja, ich denke auch. Musstet ihr das Seepferdchen mit sich selbst schlafen? Ist nur so mal als Info. Nein, die haben kein Weibchen und Männchen und so ein Kram. Okay, wenn wir so mit Erde raufballern, dann geht es halt ziemlich zügig, ne? Das ist ja wirklich. Das sind ja jegliche Herausforderungen. Sollte man vermeiden, so ein bisschen. Es sei denn, ich komme in Bredouille. Dann hau ich aber die Erdzauber raus, das sage ich dir. Ja! Okay, das ist halt zu heftig. Gut, machen wir mal einen großen Feuerzauber. Bam, bam, bam. Oh, das war nicht Feuer. Ich sollte weg. Das ist Feuer. Boom, boom, boom. Hält er sich auf? Ich mag den Feuerzauber, das ist eigentlich cool. Uah. Oh Gott. Ich sagte, ich komme nicht in Bredouille, ne? Ich habe mich das vorher gespeichert. Da wird man direkt nochmal ohnmächtig. Ich gehe mal kurz gucken, ob ich da doch drin gespeichert habe. Vor dem Boss. Ob man da speichern konnte. Wenn ich den Spielstand lade. Ja. Ich hatte vorher noch gespeichert. Laden wir einfach. Halt die Backen, das ist mir zu heftig gewesen. Die verrechnen mir 14.000. Wo sind wir denn hierher gekommen? Das lasse ich nur auch nicht mehr, das ist mir auch nicht gefallen. Irgendwo hat es auch mal seine Grenzen. Ich meine, wozu kann man denn davor speichern? Guck, dann ballern wir einfach Erdmagie raus und dann kriegt er auf die Schnauze. So. Ah, wir müssen uns nochmal angucken. Du kannst es spüren. Ja, es ist ein riesen Seepferdchen. Ich spüre es auch. Gut. Ja, hallo.
Weißt du was, ist mir egal. Ich wollte gerade sagen, ist mir egal, ne? Aber ist mir eigentlich nicht egal. Ich muss aber näher ran für den Erdzauber. Ich weiß nicht, wer uns die ganze Zeit heilt. Ich glaube, die Fee macht das, ne? So. Das ist schon eher übertrieben, oder? Weg mit dir, Alter. Das sollte es gewesen sein. Glaubst du? Jetzt steht er nochmal auf. Jetzt kommt die Mutter. Boah, er absorbiert die Runenenergie. Runenenergie. Gut. Ja. Blau. Das will ich dir nicht geben. Das behalte ich mal lieber. Magst du zufällig Stoßzähne? Ja. Komm, wir gehen. Wir haben diesen Ort gerettet. Vor seinem Riesenseepferdchen. Hühot, hühot. Nächstes Mal fange ich das Ding und dann reiten wir es. Werden wir es überhaupt reiten können? Ich weiß es nicht. Können wir es reiten? Ich weiß es nicht. So, das sind neue Sachen. Oder? Ich hasse es, wenn es so lange schwarz ist, Alter. Wirklich, es ist so unfassbar. Wir kriegen neue Waren dafür. Kürbissaat und Gurkensaat. Aber für Stufe 5 ist halt auch so eine Sache, die man da echt ungern macht, ne? Damit mir niemand hier im Weg steht. Du! Geh mal zurück in den Stall. Du! Ja! Du! Was gibt's? Geh nach Hause. Und du! Nee, obwohl... Oh, das ist halt auch so belastend. Ich würde dich gern behalten. Magst du vielleicht Stöcker oder so? Ich versuche sie jetzt mit Stöckern zu überzeugen. So. Bitteschön. Nee? Ich warte. Okay. Ja, jetzt? Gut, Blau ist ein bisschen ein dummer Name, oder? Blau ist ein dummer Name. Such mal einen guten Namen aus. Das ist... das ist aber sehr, sehr kompliziert zu schreiben. Aria? 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 Ich finde, Aria passt nicht zu Wasser, oder? Finde ich jetzt. So Aries ist auch Sternzeichen, glaube ich. Ich weiß auch nicht, welches gerade. Ich kenne nur den... Wie auch immer. Willkommen in unser Team, Aria. Bestätigen. Ja. Jeder Name gefällt mir, den ich bis jetzt gegeben habe. Und auch jedes Monster. Auch wenn es bei den einen Monster sehr überraschend war, aber es war sehr niedlich und dementsprechend würde ich es auch gerne behalten. Gut. Geh zurück in den Stall. Du kennst den Weg, oder? Da oben. So, gehen wir mal ab hier. Wir haben hier fertig und so. Es war sehr heftig und so. Jetzt musst du mir sagen, bitte, wo ich das nächste hin soll. Düp, düp, düp. Guten Tag. Ja, Wetter. Das Hauptmann Livia mir. Rickbars braucht sie. Ich werde sie beschützen. Darauf kannst du dich verlassen und wenn es mich mein Leben kostet. Gut. Ich würde gerne, dass du mich mal ab und zu mal begleitest oder so. Ich meine, du bist immer in der Nähe, immer abrufbar. Das bietet sich am meisten an. Ich habe die Mission erfüllt, Hauptmann. Ja, gute Arbeit. Die Störung im Teich scheint nachgelassen zu haben. Wie? Miko hat den Teich aufgetaut? Naja, so ähnlich. Ich sollte nicht preisgeben, dass Hauptmann Livia in Wahrheit ein uralter Drache ist. Du bist also dafür verantwortlich? Kann man so sagen.
Das war noch ein schwerer Seufzer. Das war noch ein schwererer Seufzer als sonst. Ja, sie muss wieder arbeiten. Meine Ausrede, meine perfekte Ausrede dafür, mir jederzeit frei nehmen zu können. Du Ungeheuer. Ich glaube nicht, dass ich das verdiene. Okay, mehr brauchen wir nicht als Aussage. Danke für die Neuigkeiten zum Zustand des Teiches. Wir werden jetzt unseren Fund in einer Versammlung besprechen. Bitte geht. Okay, okay. Nach Hause laufen ist unangenehm. Soll ich die auf den Rücken tragen? Davon wird mir schlecht, also lieber nicht. Portet euch doch, wir können uns doch alle hier teleportieren. Thank you so much. Was ist das für ein Geräusch? Moment. Also manchmal weiß ich auch nicht, da haben die Nachbarn ja richtig einen in der Waffel. Danke für die Rettungsgarde. Ist aber, wir müssen uns doch wirklich besprechen. Es bleiben also noch zwei Orte. Ja, die Kelve-Lava-Höhlen und der Flüsterwald. Kannst du noch zwei Runenkristalle erschaffen, Feldhauptmann? Das schon wieder. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Das sollte zu schaffen sein. Okay, dann mach mal. Das war anstrengend. Ich hab den Großteil meiner wiedererlangten Macht schon verbraucht. Feldhauptmann. Scarlett, kümmere dich um den Feldhauptmann. Ich gehe zu den Kelve-Lava-Höhlen. Verstanden, pass auf die auf da draußen. Ich gehe jetzt definitiv nicht zu den Kelve-Lava-Höhlen. Schön, aber das ist mir auch ein bisschen zu übertrieben gerade. Irgendwann hat es also irgendwann das auch mal gut. Es reicht. Weil. Gott, warum ist das immer hier so komisch? Seit wann ist das hier links so. Ach. Es reicht mir, wenn ich die Ausrüstung immer finde. Und das reicht doch. Hack mir ein bisschen Holz hier. Müssen wir mal was anderes machen als nur Dungeon. Klar. Ist immer gut, wenn man halt in einem Part mal einen Dungeon macht oder so. Pro Part. Dann im nächsten Part der nächste Dungeon und so weiter. Das ist immer schön, finde ich persönlich. Ich will das halt sehen. Ich bin jetzt nicht. Ich persönlich bin halt ein ungeduldiger Mensch. Wenn ich dieses Let's Play sehen würde, würde ich nicht sehen wollen, wie der Dude. Also ich gerade in dem Moment Holz hacke. Ich weiß nicht. Also ich jetzt. Aber irgendwie ist das halt das Spiel, ne? Es ist halt das Spiel. Und das gehört dazu. Also wenn ich denn Rune Factory gucken möchte, also wenn ich denn so bei Rune Factory gucke, da möchte man das auch irgendwie sehen, ne? Da möchte man auch irgendwie alles miterleben, so ein bisschen. Aber. Ich bin halt als Spieler, wenn ich halt spiele, mega ungeduldig. Gott, wie sieht das doch einfach an, ey? Wo ist das Problem? Ich stehe da vor, hau mit Hammer, und dann möchte ich, dass du auch das, was mein Hammer schrottest, was dann dir gegenüber ist. Ja, nice. So. So ein Stein. Drei Schläge, mehr nicht. Ah, oh, das ganze Mini-Klumbatsch hier. Das ist das Schlimmste hier. Sammel es doch ein, du stehst direkt da drinne. Weißt du, dass man immer irgendwie rauslaufen muss, das ist auch so unnötig. Dass man extra nochmal, wenn man hier drauf steht, dass man extra jetzt nochmal weggehen muss und dann erst rein, damit es einsammelt. Das ist halt auch irgendwie sehr fragwürdige Designentscheidung. Das hätte ich zum Beispiel anders gemacht. Wenn ich es einsammeln möchte, ich es gerne direkt im Inventar. Ne? Gut. Machen wir hier ein bisschen Steine sammeln. Und dann kümmern wir uns ein bisschen um Schmiede und anderes Zeug, ne? Schmieden, fertigen, bisschen das leveln. Boah, wie viel. Das ist wirklich eine Menge. Aber wir brauchen ja eine Menge, wir müssen ja auch die anderen Städte ausbauen, ne? Das darf man nicht vernachlässigen. Also die anderen Häuser meine ich, nicht die anderen Städte, es gibt ja nur eine Stadt. Die müssen ja alle ausgebaut werden. Dementsprechend, ja. Wir können natürlich auch noch auf Jagd gehen. Ich glaube, das machen wir hier auch mal hier nach, nachdem wir hier die Steine alle weggekloppt haben. Zumindest gibt es ja noch welche Aufträge, die wir da erfüllen können. Bei Hauptmann Livia. Mal ein bisschen kann man sich ja darum kümmern, ne? So nebenbei. Oh, jetzt habe ich Angst. Okay. Gehen wir mal rein.
Ach ja, ach ja. Ach, das ist ein zweiter Stall. Ich hab schon gedacht, ich war schon verwirrt. Ich hab gedacht, als man hier reingegangen ist, dass die beiden Ställe verbunden sind mit dieser Gittertür. Nice. Wer von euch hat hier? Ich stelle keine Fragen. Das ist fallen gelassen. Lässt ihr was fallen? Ich weiß es nicht. Ihr habt auf jeden Fall ein sehr matschiges Geräusch beim Laufen. Naja, gut. Bleib stehen! Stehen bleiben! Sandra, kommst du her jetzt? Ich nehme die Feldarbeit zuweisen. Das ist halt auch so eine Sache, ne? Du! Feldarbeit zuweisen. Ich kann doch nicht um Hilfe bei der Hofarbeit bitten, wenn wir gar nicht befreundet sind. Warte, wir haben Wollis. Da. Wolli. Feldarbeit. Wir sind befreundet. Möchtest du? Oh, dass ich mit denen befreundet sein muss, Alter. Wer denkst dich denn? Ey. Die haben zu tun, was ich ihnen befehle. Nichts befreundet. Was für ein Schwachsinn einfach. Ach ja, wir haben das, also, habe ich mir seit Ewigkeiten gekauft. Aufheben bitte. Das kann man gut zum Training benutzen. Hallo. Nicht jetzt. Ich habe keine Ahnung, ich blicke dann durch bei diesem Zeug da. Stelle ich mir jetzt hier hin. Dann hau ich dagegen. Und dann hau ich die ganze Zeit dagegen. Die ganze Zeit. Und dann kann man trainieren. Ja. Und ich habe gesehen, wenn man ganz viele nebeneinander stellt, kann man richtig, richtig schnell trainieren. Weil man dann gegen alle Leute, gegen alle dagegen haut gleichzeitig. Und die Sache ist die, so ist das arschteuer. Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Also ist eine Sache, die man halt ungern macht, ne? Jetzt so viel Geld ausgeben. Vor allem, wenn man jederzeit auch noch stirbt. Jederzeit. So oft wie ich. Und dann auch noch. Das ist einfach übertrieben teuer, oder? Warum ist das? Das ist halt wirklich. Ich finde, das ist wirklich ein bisschen zu teuer. Ist schon zu hart, die Strafe dafür, dass man stirbt. Ist aber nur meine persönliche Meinung. Ich finde das ein bisschen zu heftig, um ehrlich zu sagen. Ist jetzt auch nicht der Chat gemeint, das finde ich tatsächlich ein bisschen zu doll. Zu doll, zu krass. Jetzt ist es schon dunkel, ne? Wie spät haben wir es? 18 Uhr. Was sagt eigentlich der Kalender? Oh, komm, wisst ihr was? Wir machen heute Sommer. Ein Jahreszeitwechsel. Das ist das, was ich möchte. Jetzt ein Jahreszeitwechsel. Wir gehen immer vor speichern, oder? Ja, komm, wir speichern immer. Wie viel Parts haben wir jetzt? Wie viel Parts haben wir jetzt? Ich weiß es nicht. 40? Aber wir haben jetzt erst den ersten Monat rum. Es ist schon ein bisschen krass, oder? Habe ich mir zu viel Zeit gelassen? Okay, noch hat sich hier nichts geändert. Auch ein Sommersymbol, aber... Was sagt denn der Kalender? Strandtag. Ich wusste nicht, dass es direkt ein Event stattfindet, weil dann können wir jetzt auch noch in diesem Part mitmachen, ne? Strandtag. Oh, so grün. Fällt dann direkt auf, ne? Boah. Alter. Ey, das sieht mega aus. Ich könnte den ganzen Tag hier stehen bleiben. Ja, wir gucken uns jetzt um, wie es im Sommer aussieht. Komm Leute, das machen wir jetzt mal. Ich weiß, ihr habt schon alles gesehen, aber ich nicht. Ich muss mir das mal angucken. Platz des großen Baumes. Sonnenblumen stehen da. Wieso ist da unten ein Drachensymbol? Was ist das für ein... Ach, weil es eine Höhle ist, ne? Ist das ein neuer Drache? Ich bin da...
Ich wollte eigentlich die Menü, dass die Karte öffnen und schnell rein. Ja, es ist ein neuer Drache. Okay. Hallo. Es gibt meiner Meinung nach viel zu viele Felder für nichts. Gerade im Moment. Irgendwie, man bekommt viel zu schnell Zugang zu neuen Feldern. Ich meine, ich bin mit einem Feld überfordert. Ach, herrlich. Einfach herrlich hier. Sommer. Kriegen wir denn auch eine neue Saat? Ich meine, oder gibt's nur neue Saat, wenn wir halt auch die Aufträge erfüllen? Aber wenn heute Strandtag ist, dann gehen ja heute alle zum Strand. Nicht wahr? Was für ein schönes Wetter hier. Nico, hast du den Teich gesehen? Das Eis ist komplett verschwunden. Es ist fast so, als wäre alles nur ein Albtraum gewesen. Dennoch, was in aller Welt war das überhaupt dazu geführt? Hat das dazu geführt? Ich weiß es nicht. Bleib doch stehen jetzt. Das Wetter heute ist so schön. Oh ja. Das glitzernde Eis sah so hübsch aus. Aber das glitzernde Wasser im Teich finde ich noch hübscher. Ich möchte mit euch zum Strand. La 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 la. Leute, also nicht, nee, ne, ich bin begeistert. Ich finde den Strand wirklich toll. Ich meine, ich möchte die jetzt nicht hier alle in Bikini gehen. Nee, nee, nee. Ich möchte einfach nur Tag am Strand genießen. Gehen die Kreuzestrand? Gehen die alle hier hin? Ist das hier der Treffpunkt? Oder. Das ist ja nicht Strand. Ja. Okay. Setzen Sie sich das hin und dann sind Sie im Bikini. Oh, Wort. Hallo? Guten Morgen, heute ist ein schöner Tag, um auf Patrouille zu gehen. Findest du nicht auch, weil man irgendwie ging das doch, dass man wegmachen kann, ne? Nee. Nee. Ja. Mit X. Gut, man sieht ein bisschen zu viel. Ja. Ich fühl mich immer rastlos, wenn ich Badezugang habe. Aber ein Seedhüterin lässt sich davon nicht beirren. Genau, wollen wir die anderen auch mal im Bikini sehen? Ich meine, hey, komm, sieht man nur einmal im Jahr. So, okay. Dann du. Ich mag es nicht, wenn man Fell nass ist. Was? Okay. Aber das Meer klingt so schön. Hallo. Ladidadida, was für ein schöner Tag. Also wird Hauptmann Livia... Als wir Hauptmann Livia erzählt haben, dass beim Teich alles wieder normal ist, habe ich ein klitzekleines bisschen Stolz in den Blick erhascht. Das liegt bestimmt daran, dass du und Scarlett uns alle gerettet haben. Danke für alles, Nico. Alter, wie läufst du denn rum? Alter, das ist aber ein bisschen irgendwie... Ich wusste nicht, dass man einen Bikini overdressen kann. Das ist mir auch neu. Woher wusstest du, dass ich gerade an dich gedacht habe? Kannst du etwa Gedanken lesen? Nein, ich habe dich bloß gesehen und wollte Hallo sagen. Egal, gefällt dir das Leben in Rickbad bisher? Klar, wie Klärchen. Du hattest absolut recht, die Menschen hier sind alle freundlich und warmherzig. Und das ist noch nicht einmal alles. Sie fürchten sich auch nicht davor, mich bei Bedarf in meinen Schrank zu weisen. Es ist so aufregend. Die Stadt ist wie eine Oase. Nein, sie ist ein Paradies. Ein ganz persönliches Paradies. Aber weißt du, was mir in der ganz großen Stadt am allerbesten gefällt? Du! Ah, mein Lieber, ist doch rein Ekstase geworden. Es übertreibt jetzt nicht so doll. Ich freue mich, dass dir gefällt. Hallo, Beatrice. Ja, das passt auch zu Sommer, die Kleidung, ne? Guten Morgen, das Wetter ist heute wundervoll. Mann, das ganze Eis auf dem Teich ist wieder morgendliche Nebel verschwunden. Geschieht so etwas öfter? Oder ist hier in Rickbad irgendwas Seltsames passiert? Willst du auch noch was zu sagen? Guten Morgen, Schatz, die Blumen freuen sich über das schöne Wetter. Sieh mal, Miko, meine Blumen sind heute bei bester Laune. Bestimmt sind die kleinen Schönheiten ganz begeistert, weil der Teich keine fiese, kalte Brise in ihre Richtung weht. Ich finde das immer noch voll übertrieben, ne? Ihr Outfit. Voll übertrieben für einen Strandgang. Alter, meine Fresse. Will sie irgendjemand begeistern oder so? Gut, wo sind die Typen hin jetzt? Treffen die sich nirgends? Ich meine, ich muss ja auch die anderen Zuschauer hier irgendwie was zeigen können. Die Leute, die nicht so auf Frauen stehen. Ich meine... Die sind alle am Arbeiten noch, ne? Vielleicht im nächsten Part. Dann seht ihr die Typen da. Mit ihren heißen Bodies. Eingeölt. Am Strand liegen. Ich glaube. Das wollt ihr sehen. Das wollt ihr auch nicht verpassen. Ich glaube, ich sollte mal auch was für heute anziehen, oder?
für diesen wunderschönen Tag. Ich denke mal, da kann man sich auch schon was hier anziehen. Ein Strandoutfit. Haben wir ein Strandoutfit? Weißt du was, Sandra? Na komm, komm, heute darfst du frei rumlaufen. Heute darfst du einfach hier deine Seele baumeln lassen. Habe ich nichts gegen. Gut, wir gehen jetzt nicht rein. Ich habe hier draußen einen Kleiderschrank. Vor tun wir mal hier alles rein da. So. Kleiderschrank. Das ist mein Kleiderschrank. Umziehen. Was soll ich umziehen? Miku, wer ist jetzt im Miku? Ich würde gern. Ich kann. Ich habe kein Strandoutfit. Ich habe kein Strandoutfit. Das glaube ich nicht. Oma, ich brauche halt. Gib mir eine Badehose oder so. Aber wenn das können wir uns wahrscheinlich nicht leisten, ne? Und die haben auch noch zu. Ey, wirklich? Dann auch noch so teuer? Ach, ich sehe gerade auf der Karte, dass hier der Florist ist. Prosige Aussicht. 9 bis 18 Uhr, okay. Das ist auch komplett neu. Ah, und sogar offen. Wir können einfach reingehen. Ich weiß, die ist wahrscheinlich gerade am Strand, ne? Aber wir waren hier noch nicht drin, dementsprechend kann man sich das mal angucken. Ludmillas Zimmer. Ja, na gut. Das ist schon ein kleines Paradies hier, ne? Bestimmt riecht es hier richtig gut. Die treffen sich wirklich alle an einem Ort, ne? Das ist aber schon ein bisschen komisch. Und die Kerle sind alle zu Hause? Wieso? Wieso nur die? Und warum nimmt man das doch? Wieso ist das doch kein Tag am Strand, wenn die sich alle hier wie bei einem Hühnerstall da sich gegenüber sitzen? Wobei Hühnerstall hier gerade da wirklich der passendste Begriff ist. So, jetzt lästern sie alle hinter meinen Rücken. Na gut, lassen wir es, Mama. Lassen wir es über uns erdulden. Ja, ich bin immer noch dabei, mir alles hier anzugucken. Nicht, dass ihr fragt, ich laufe hier kreuz und quer. Nee, ich gucke mir immer noch alles an, wie das hier aussieht im Sommer, weil wir waren hier. Im Sommer sieht. Ich wollte gerade sagen, das ist eine riesen Bananenschale, die über das Haus klebt. Nein, das ist der Drache. Kannst vergessen. Sind die Gebiete außerhalb der Stadt auch sommerlich? Oder sind die je nach Region immer noch gleich geblieben? Ich meine, der See würde sich wahrscheinlich auch geändert haben, ne? Hier sind Steine. Schade, dass man sie nicht auf Bänke setzen kann. Das wäre auf jeden Fall was. Kommen wir ein paar Kisten kaputt. Die provozieren mich gerade. Weg mit dir. Alter, wow. Da ist ein Apfelsaft. Wollen wir jemanden das unten noch liefern, so als letzte Amtshandlung in diesem Part? Ja, ne? Wir geben hier irgendjemandem den Apfelsaft. Wer könnte eine Erfrischung gebrauchen? Ich denke mir, so sollten Ludmilla beschenken, weil die ist immer noch auf Stufe 0. Ich kann das mal zeigen, wie das momentan aussieht. Und zwar 3, 3, 2, 3, 1. Beatrice Ludmilla ist 0. Ich denke mal, deswegen sollten wir ihr das mal schenken, weil damit die auch wieder auch aufholt. Wir werden wahrscheinlich im Let's Play. Guck mal, sogar hin als Stufe 4. Ich weiß gar nicht warum. Wir werden wahrscheinlich nicht alle in diesem Let's Play aufs Maximum bringen. Aber das sehen wir denn. Das sehen wir denn, wenn es soweit ist. Guck mal, so langsam kommen auch die männlichen Leute hier runter. Aber das ist denn wieder mal was für den nächsten Part, würde ich mal sagen. So, Ludmilla, ich habe zufällig Oh Gott, ihr redet auch durcheinander. Ein Geschenk für dich. Oh, das für mich? Boah, vielen herzlichen Dank, mein Schatz. Nicht vor all den anderen hier. Ja, das war's auf jeden Fall für den nächsten Part, Leute. Ihr wollt bestimmt, ihr Ritter, wie heißt er? Reinhard, nicht ihr wollt ihn nicht verpassen, wie er dann aussieht in
Badebekleidung. Wenn man sich mal überlegt, dass so ein gigantischer Eishaufen einfach so spurlos verschwindet. Was im Namen der Stände passiert hier? Das wollt ihr auf jeden Fall nicht verpassen. Wir gehen jetzt nach Hause. Und im nächsten Part werden wir die Herren der Schöpfung betrachten. Darauf freut ihr euch doch sicherlich. Das wollt ihr nicht verpassen. Bis dahin, vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr es auf jeden Fall nicht verpasst. Also ich würde es nicht verpassen wollen. Ich hoffe ja auch nicht. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.